Hey Skatfreunde, Rätselzeit! Doch bevor wir in die Analyse und letztlich auch Auflösung des neuesten Rätsels starten, kurz die Aufforderung in die Runde. Wenn ihr euch für Skat begeistert, wenn ihr euch für die Inhalte auf diesem Kanal begeistert, wenn ihr euch vielleicht sogar für mich begeistert, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da und verpasst kein weiteres Video. Wir schauen es uns mal an. Die Rache der Bilder. Ja, was ist hier los? Jetzt schießen sogar die Bilder schon zurück. Was ist denn damit gemeint? Also, es startet mal ganz harmlos, wie so oft beim Skat. Im Original übrigens eine offene Partie aus der En Deux-Variante für zwei Spieler. Nach der Trumpferöffnung steht das Spiel knapp auf Verlust, doch die Gegenspieler, und das sind in dem Fall wir, dürfen sich keinen Patzer leisten. Ja, unser Blatt in Hinterhand erstmal an Harmlosigkeit, könnte man sagen, kaum zu überbieten. Allerdings ein Rollmops, das heißt von jedem zwei, also auch gegen dieses Herzfarbspiel vier Trumpf dagegen. Kein Voller, ist gar nicht so schlecht, die stehen dann bei unserem Partner, die fehlenden, kann er schmieren. Andererseits müssen wir auch alles zweifach mit bedienen, also dass wir dem Alleinspieler irgendwie groß was abstechen, das ist auch völlig unrealistisch. So, ich starte einfach mal ganz unbedarft in die Partie, um mal zu zeigen, wie die Karte überhaupt aussieht und was hier die Schwierigkeit im Rätsel ist. Wir sehen, unser Partner hat nur den einen Trumpf gehabt, Trumpf König. Wir haben schon sieben Augen und es stehen hier noch fünf volle. Alleinspieler hat zwar sechs Trümpfe, auch noch mit Kreuz Buben und beiden Trumpfvollen. Er hat auch offensichtlich Pik Ass zu dritt, Ass König Dame und sehr wahrscheinlich Kreuz König Dame gedrückt und dann noch eine Karo Lusche. Das können wir direkt mal überprüfen, indem wir hier auch die höchsten Punkte in Karo spielen. Und so ist es auch. Ist ja eine ganz logische und naheliegende Drückung. Und es geht ja hier auch in den Rätseln nicht darum, irgendwelche komplett absurden Drückungen oder Züge rauszuholen. Und wenn man es jetzt einfach mal durchrechnet, ne, wir haben 21 Augen liegen. Wir sollten noch beide Trumpfstiche machen. Der Alleinspieler müsste noch eine Trumpflusche und Karo Bube abgeben, also 6 Augen in Trumpf plus 2 Schmierungen, Kreuz Ass 10, 27, stehen wir dann auf 48 und noch Pik 10 mit der Dame, ne? Also eigentlich komplett einfach auf 61 ausgerechnet. So, wir haben sogar einen vollen über, können wir jetzt anbieten oder eine Runde später, also bieten wir ihn mal ruhig jetzt einfach an, zu gucken, was dann passiert und wie die Schwierigkeit ist. Alleinspieler geht jetzt natürlich nicht mehr über Trumpf, so einfach macht er es uns nicht, sondern die übliche Geschichte spielt in seiner Beikarte einmal von oben, einmal von unten. So, die beiden Kreuzvollen wollen wir auf unsere Buben bekommen, also müssen wir jetzt Karo spielen. Und ja, da wirft der Alleinspieler jetzt den Pik König ab. Das war sogar ein Stich, den wir gar nicht in der ursprünglichen Kalkulation eingeplant hatten, also 8 Augen mehr, Fragezeichen. Ja, Problem ist, obwohl der Alleinspieler jetzt natürlich nur noch Trumpf hat, das heißt, wir ihm gar nichts anbieten müssen, kommt jetzt der einfache Unterzug, in dem Fall sogar direkt Karo Bube, er könnte auch Trumpf 9 spielen, aber sagen wir mal, wir nehmen eben hier mit, Bub, 15, jetzt stehen wir bei 57. Ja, und wo ist jetzt unser letzter Bubenstich, den wir gerechnet hatten und auf den die Kreuz 10 reingehen sollte? Der ist perdu. Den gibt es nicht mehr und wir können die Geschichte in verschiedenen Varianten jetzt hier hin und her stellen. Der Alleinspieler hat immer die Chance, letztlich in diesem Verlauf diese Gabel in Trumpf aufzubauen, indem er eben einfach nicht mehr Trumpf spielt. Und in dem Moment, wo der Alleinspieler diese vier Trümpfe gegen sich sieht oder auch schon nur an dem Trumpfstich erahnt, wo er im ersten Stich in Hinterhand bleibt, da kann er auf diese Taktik kommen und dann gewinnt er das Spiel. Das einfach nur mal eine Trockenrunde, um zu zeigen, wo die Schwierigkeiten sind. Und man kann es auch ein bisschen anders versuchen, nicht gleich die Karo 10 anbieten, nur den König, dann kommt erst der Abwurf der Pik Dame und die Geschichte verzögert sich, sage ich jetzt mal, oder die Stichfolge ist ein bisschen anders, aber letztlich das Endspiel ist das gleiche. Und wenn man da einige Zeit investiert hat, dann findet man raus, egal wie, es funktioniert nicht. Und die einzige Lösung ist tatsächlich, und das ist hier der Clou des Rätsels und der Zauberzug, mit ganz viel Weitsicht dieses Stellungsendspiel hier schon zu erahnen im ersten Stich. Und ich glaube, das kann man wirklich nur erahnen, wenn man viele Rätsel gemacht hat, wenn man sich mit der Theorie auch wirklich schon ein bisschen beschäftigt hat. Das erschließt sich nicht sofort intuitiv in diesem ersten Stich, denn wir gehen ja korrekterweise davon aus, dass der allein für den Kreuz Buben hat. Und wenn wir jetzt eben hier nicht die Dame legen, sondern die 8, und das ist hier die Lösung, dann verlieren wir ja am Ende diese Dame.
Ja, wir verlieren diese Dame, das stimmt, aber wir kontern diese Stellungsspielvariante des Alleinspielers, denn der Alleinspieler darf letztlich von seinen Trumpfvollen schließlich auch keinen aufgeben. Das heißt, die Trumpf 9, die jetzt im Endspiel das Zünglein an der Waage gegen unsere 8 ist, die entschärfen wir damit und erzwingen tatsächlich, wie wir gleich sehen, dann sogar schon einen anderen Spielverlauf. Zumindest hier gegen die Engine, die auf optimale Karten spielt. Also, jetzt haben wir nur 4 Punkte. Na, wenn man jetzt so rechnet, jetzt machen wir noch hier die beiden Bubenstiche mit einer Lusche und einem Buben, sind 10. Den Karo-Stich natürlich trotzdem. Also jetzt 18, dann 28. Die beiden Schmierungen und den Pikstich. So, jetzt nochmal von vorne 18 Augen. Jetzt machen wir eben in Trumpf nur noch 6 Augen. Trumpf, Lusche, Karo, Bube und die beiden Buben 24, 34, 45 und Pik 10 und Dame 58. Wieso reicht das jetzt rechnerisch? Die Antwort ist, der Alleinspieler kommt eben zu kurz und muss deswegen den Pik König anbieten. Das heißt, wir bekommen gar nicht den Karo Buben, sondern den Pik König und dann sind es wieder 60. Das heißt, diese Dame aufzugeben, das war leicht möglich. So, und auch jetzt, wir können erstmal die Karo 10 schon ruhig spielen. Die ist über. Und wir sehen hier, der Alleinspieler, die Engine wechselt jetzt auf Kreuz Bube, weil sie sich quasi der Sinnlosigkeit einer anderen Zugfolge bewusst ist, beziehungsweise weil das auch ebenso auf 60 Augen hinausläuft. Und wir könnten hier jetzt, das ist interessant, sogar den Herz Buben drauflegen und damit einen Trumpfstich quasi wieder opfern. Auf anderem Wege kommen wir dann auch zu 60. Also das ist wirklich sehr interessant, wenn man diesen ersten gordischen Knoten quasi gelöst hat, dass man die Trumpf 8 im ersten Stich drauflegen muss, dann sage ich mal, ja, dann verpufft die Stärke und die Gegenwehr des Alleinspielers, dann kann man danach auf verschiedenen Wegen einfach auf die 60 kommen. Man sollte jetzt nur eben nicht Buben ziehen und dem Alleinspieler von sich aus das Tempoproblem lösen oder Pik jetzt schon spielen, weil dann eben auch das Tempoproblem gelöst wird. Man muss schon jetzt einfach noch den Zwischenzug einmal in Kreuz auch spielen. Ja, jetzt kommt Pik oben, kommt Pik unten. Alleinspieler macht noch hier einen Stich mit der Trumpf 10, aber wir machen wie im Prinzip auch ausgerechnet den Sack auf 60 Augen zu. Also was ich an dieser Partie so interessant und bemerkenswert finde, ist, gerade wenn man sich eben auch den Spielverlauf hier einmal anguckt und sieht, dass der Alleinspieler ja wirklich nach dem Drücken mit 7 Augen gedrückt beiden Trumpfvollen wirklich eine ziemlich starke Karte hat, die in Vorhand ja auch schon kurz vorm Gerangen ist, muss man mal sagen. Dass er aber trotzdem auch gegen unsere 4 Trümpfe und 5 Volle beim Mitspieler so viel Gegenwehr quasi noch in der Karte hat, dass er diese rechnerischen 60, 61 bei uns so gut über Stellungsspiel abwehren kann und dass das wiederum erstmal eine Erkenntnis ist, die wir haben müssen, um das wirklich von Anfang an zu unterbinden. Also ausgesprochen interessant und ich denke lehrreich, gerade weil es sich um die übliche Verteilung handelt: 6 Trümpfe, 3 ein Ass zu dritt oder ein Drilling und ein Single. Also was heißt die übliche? Es ist auf jeden Fall eine der häufigsten, also die häufigste Trumpf- und Beikartenkonstellation beim Skat und auch dieser Klassiker muss jedes Mal wieder fachgerecht behandelt werden. Danke fürs Zuschauen, vergesst nicht das Abo, habt viel Spaß, habt ein schönes Wochenende und wie immer, gut Blatt.